Hi Mark, ich wollte dir sagen, dass ich doch nicht mit dir ins Wrestling-Camp fahren kann. Wieso nicht? Ich habe doch extra für uns diese komischen T-Shirts gekauft. Sorry, aber ich werde die ganzen Ferien über versuchen, in diese coole Gang von Timo zu kommen. Was? Du hast die ganze Flasche schon ausgetrunken? Dann werde ich dir gleich mal eine neue machen. Buh. Dr. Knu, kannst du mir eine Maschine bauen, mit der ich garantiert in Timos Gang aufgenommen werde? Ich bin Student, kein Zauberer. Na gut, außerdem bin ich auch noch Unternehmer, Fahrgeschäftentwickler, Regisseur, Schauspieler, Kameramann, Tierpfleger, Zoodirektor. Aber kein Zauberer! So, du Vogel, du willst meiner Gang beitreten? Was? Dieser Winzling? Soll das ein Scherz sein? Eigentlich nicht. Ich würde gerne ein Mitglied bei euch sein. Bist du Mitglied? Nein, noch nicht. Nein, du Trottel. Er hat dich gefragt, ob du Mitglied bist. Hä? Boah, ey, ob du eine Wurst hast. Hä? Vergiss es. Was soll ich nun machen, um Mitglied zu werden? Na, erstmal ein Mann sein. Boah. Bin ich? Zeigen! Wow! Lass das lieber. Ich sage dir, was du machen musst, um in unsere Gang zu kommen. Du kennst doch dieses Videospiel, Trapper Jim vs. Lenny Langhals. Ja, was ist damit? Du sollst es mir holen. Was? Soll ich dir Geld leihen oder was? Nein, ohne Geld. Gibt's das gratis? Oh nein, verdammt! Du sollst es klauen! Okay. Ist das denn legal? Willst du nun in unsere Gang oder nicht? Doch, klar. Dann beweg endlich deinen Hintern! Sag mal, willst du ihn wirklich in unserer Gang haben? Natürlich nicht. Aber ich will das Spiel haben. Und dieser Spinner ist die perfekte Gelegenheit, daran zu kommen. Allein schon, weil ich Hausverbot im Videospielladen habe. Ja, leer erst mal deine Taschen aus. Bleib stehen! Hättest du nicht wenigstens Hibbit klauen können? Hat schon wer geklaut. Hallo, Polizei? Bitte bleiben Sie dran. Please hold the line. 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 Hey Björn, was machst du da? Die Bullen sind hinter mir her. Geil, wir sind nicht mit einem echten Verbrecher befreundet. Sei still. Guck mal, da kommt ein Polizist zu uns hoch. Björn, warum versteckst du dich vor der Polizei? Sie werden dich eh finden. Ich renne weg, damit sie mich nicht finden. Jetzt finden die uns nie. Uns? Klar, was denkst du? Ich hab hier eure Rucksäcke.
Björn, gib die wieder her! Hol sie dir doch! Ups, jetzt sind sie mir in den Zug gefallen! Hey, lassen Sie uns wieder raus! Vergiss es, der kann dich nicht mehr hören. Naja, wenigstens müssen wir uns jetzt nicht mehr als Gemüse verkleiden. Oh Mann. Wieso seid ihr eigentlich so scharf auf eure Rucksäcke? Na, da sind unsere Gemüsekostüme drin. Du hast die mitgenommen? Ich will hier raus! Und warum bist du so scharf darauf, dass wir mitkommen? Damit mir nicht langweilig wird. Ich will hier raus! So toll ist Alaska auch nicht. Und ich habe noch nicht einmal einen Bären gesehen. Aha, da ist ja einer. Er wühlt im Müll nach Fressbaren. Mist, bei diesem Hungerlohn muss ich mir mal Essen aus dem Müll holen. Ich hasse diesen Maskottchenjob. Dieses alberne Bärenkostüm juckt und außerdem riecht es muffig. Na, diese Tomate sieht doch ganz gut aus. Er läuft auf zwei Beinen. Ach. Sie sind überhaupt kein Bär. Ja, nee, auch schon bemerkt. Björn, was soll eigentlich diese Geheimnistuerei? Ich darf mit niemandem darüber sprechen. Und warum müssen wir dann unbedingt dabei sein? Damit mir nicht langweilig wird. Außerdem werdet ihr mit der Zeit in mein Geheimnis eingewiesen. Ich will hier raus! Hey, der Zug wird langsamer. Ich will hier raus. Oh nein, das ist die Polizei. Sie suchen mich schon. Dann wollen wir mal sehen, was in diesem Waggon geliefert wird. Okay, in diesem Waggon wurde Fleisch für die Dönerbude geliefert. Ich will da wieder rein! Nein, Ahmed, wir müssen weg! Wo sind wir eigentlich? So wie das hier aussieht, sind wir in Hamburg. Weißt du, wie lange wir unterwegs waren? Ungefähr 4 Stunden. Boah, in dieser Zeit hätte man nach Alaska fliegen können. Das hätte sogar Herr Meier geschafft. Wie gut das Sommer ist. Da ist es länger hell. Wir sollten unseren Eltern aber noch Bescheid sagen. Wer rief das? Wer war das?